Grüß euch, ich bin die Julia. Ich arbeite in der Raumgestaltung Schwarz als Maler und Anstreicher und ich zeige euch heute meinen Betrieb. Ich habe jetzt erst eine Lehrstuhl als Tischler gehabt, da hätte ich aber nur mehr 2 Lehrjahre praktisch machen können. Und durch einen Bekannten bin ich dann eben auf die Raumgestaltung Schwarz gekommen, habe mir da meinen Schnuppertermin ausgemacht und das hat mir so viel Spaß gemacht und habe dann Gott sei Dank noch die Lehre anfangen dürfen da. Für diese Firma habe ich mich entschieden, weil es eben eine Raumgestaltung ist, wir dann nicht nur malen, so wie es bei den meisten Firmen ist, und ich bin oft auf verschiedene Baustellen und keine Großbaustellen, das ist mir das Wichtigste. Ich habe nicht so wirklich eine Lieblingsaufgabe, ich freue mich einfach jeden Tag, wenn ich verschiedene Sachen machen kann und nicht immer das Gleiche. Stolz macht mich eigentlich, wenn ich vom Chef dann her, dass sie die Kundschaften bei mir bedanken, dass wir das so gut gemacht haben und dass sie uns gern wiedersehen, das macht mich stolz. Ein Maler sollte mitbringen, dass er schwindelfrei ist, er sollte handwerklich begabt sein und sich nicht davor scheuen, dass er mal dreckig wird. Zu Zeiten des Facharbeitermangels, das wir eindeutig haben zurzeit, ist es überhaupt für mich umso wichtiger, selber unsere künftigen Facharbeiter auszubilden. Die Julia bringt alle Eigenschaften mit, die der Maler braucht. Sie hat den Willen dazu, sie hat die richtige Einstellung zum Beruf. Sie hat mit jedem Charakter, weiß sie, wie sie zu sprechen hat. Und der Umgang mit den Kunden ist dementsprechend genauso gut. Besonders gut gefällt mir der Kontakt mit den Kundschaften, einfach der Umgang mit einer, weil es so herzlich ist. Speziell auch für unsere Firma ist sie der optimale Mitarbeiter. Mein Vater hat immer gemeint, ich soll entschuldigen und das bin aber nicht ich. Und jetzt im Endeffekt ist er recht froh, weil ich bei ihm daheim auch ausmalen kann. Jetzt werde ich auf eine andere Baustelle fahren, dort Boden verlegen und ich hoffe, in meinem Betrieb hat es euch gefallen. Tschüss!